Hör mal, eben ruft mich Walter an. Es geht da um die neue Produktion. Also wir fangen schon am Freitag an. Und den Termin fürs Studio hat er schon. Und auch das mit den Musikern, um die ich ihn gebeten hab, geht alles klar. Und es kommt auch wieder dieselbe Mannschaft, die das letzte Mal dabei gewesen war. Und dann hat er sich noch nach dir erkundigt und nach deinem Wohlergehen gefragt. Und dass ich's nicht vergesse, dich herzlich von ihm zu grüßen, hat er noch gesagt. Und ganz zum Schluss, als ich den Hörer schon auflegen wollte, rutscht es ihm noch raus, dass Atze Lehmann sich erschossen hat im Garten hinter seinem Haus. Gar nicht richtig glauben, Menschenskind, das kann doch gar nicht möglich sein. Das geht ganz einfach nicht in meinen Kopf, das kann ich einfach nicht begreifen, nein. Das sind so Sachen, wie sie immer in der Zeitung auf der letzten Seite stehen. So zwischen Raufereien und Diebstahlsmeldungen, das kann ich einfach nicht verstehen. Und über sowas lese ich immer unbeteiligt und fast gleichgültig hinweg. Sowas passiert immer woanders, sowas passiert immer anderen und weit weg. Und mit demselben Blick lese ich oft noch die Kleinanzeigen und mach mir nichts draus. Und jetzt erschießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus. Gut an ihn erinnern, ohne je enger mit ihm bekannt zu sein. Mit seinen struppig roten Haaren stand er vor mir, ein Monument aus rotem Stein. Mit seinen ausgebeulten Hosen und Sandalen mit viel Platz für 5 Paar Zehen. Den großen Augen eines Bären, dem Schnurrbart von einem Lufthansa-Kapitän. Und als ich ihn begrüßte, dachte ich, der hat Hände wie Klodeckel so groß. Und als ich ihn am Flügel sitzen sah und spielen hörte, fragte ich mich bloß, wie kriegt der Mann zwischen den Tasten seine Finger wieder vollzählig heraus? Und jetzt erschießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus. Bisschen, was ich von ihm weiß, hat er mir irgendwann im Studio selbst erzählt. Zwischen 2 Titeln und erschien mir nicht der Typ, den immer zu der Zweifel quält. Von seiner Frau, von seinen Kindern, Haus und Garten und dem nächsten Urlaubsziel. Und abends wäre die elektrische Eisenbahn von seinem Sohn sein Lieblingsspiel. Und dass er irgendwann mal Flieger werden wollte, aber dann kam ja der Krieg. Und schließlich kam er, wie wir alle, wie die Jungfrau zum Kind kommt, zur Musik. Und wenn er jemals wieder fliegen würde, dann im Suff aus dem Orchester raus. Und jetzt erschießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus. Ihn noch mal getroffen, letzten Herbst auf der Stadtautobahn. Der fuhr ja eine Zeit lang hinter mir und blinkte mich wie ein Verrückter an. Und vor einer Wurstbude in Tegel stieg er aus dem alten Rostchen BMW und sagte, hallo alter Freund, ich freu mich riesig, dass ich dich mal wieder sehe. Dann hat er mir noch eine Currywurst spendiert und beim Essen haben wir ein bisschen vom Geschäft geplaudert, mit vollem Mund noch, sagte er zu mir. Ich hab jetzt die ganz große Nummer geschrieben, komm nächste Woche raus. Und jetzt erschießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus. Du, eigentlich geht uns die ganze Geschichte überhaupt nichts an. Wie
kannten ihn ja nur soeben. Und ändern können wir auch nichts daran. Und doch ist mir, wenn ich dran denke, irgendwie als wär's Winter, als würde ich frieren. Als hätte ich eben einen Freund gewonnen, nur um ihn gleich wieder zu verlieren. Als ob seitdem mal das geschehen ist, wir beinahe alte Bekannte waren. Was um alles in der Welt ist denn den alten Spaßvogel gefahren? Und je mehr ich drüber nachdenk, desto weniger werd ich schlau daraus. Da schießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus.